Was geht? Ich zeige dir heute meine Defensiv-Settings. Das sind die Einstellungen, die man 2K gibt, damit die Verteidigung von der CPU so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wenn man die Spieler selber steuert, hat das Ganze keinen Einfluss. Das ist nur für die CPU-Spieler in der Defense und deren Verhalten. Warum ist das wichtig? Weil, wenn man online gegen andere spielt, möchte man natürlich auch die Kontrolle über das haben, was abseits von dem passiert, was du selber steuerst, und diese Defensiv-Settings, die geben einem die Möglichkeit dazu. Die Standard-Defensiv-Settings sind oft auf automatisch gestellt, wir werden uns das jetzt gerade mal angucken. Du kommst hier über dein Aufstellungsmenü, dann auf Coaching, dann auf Coach-Spieltaktik und dann auf Defensiv mit R1 auf deine Settings-Übersicht. Und ich habe jetzt schon verändert, was ich verändern möchte. Und werde euch dann auch nochmal zeigen, was ich mache, wenn ich dann meinen Gegner gesehen habe und weiß, was für Spieler der hat. On-Ball und Off-Ball-Druck ist erstmal auf Mittel. Ausrichtung automatisch, Block am Ball, unten vorbei, bei beiden. Warum unten vorbei? Weil die Leute in NBA 2K25 My Team noch nicht so gut werfen können. Die Spieler sind noch nicht so gut. Deswegen gebe ich den Leuten den Platz. Und wenn ich muss, dann switche ich, wie man automatisch beziehungsweise auch selber switchen kann. Das kann ich euch auch gerne in einem kurzen Video zeigen, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht beachten. Auf jeden Fall gebe ich den Leuten den Platz, weil ich dann lieber den Drive verteidigen will und ja, den Leuten eh nicht zutraue, dass sie das treffen. Hedge? Kein Hedge. Das Spieler sinkt ab. Auch hier gleiche Intention. Erstmal den Drive verteidigen. Am Ende kann man eh die Spieler hin und her wechseln mit dem Cursor, welchen du steuerst. Und dann kannst du ausgleichen, wenn dir die Position vom Center oder Power Forward, wer auch immer, den Blocksteller verteidigt, wenn dir das nicht passt. Dranbleiben immer. Das hat was mit der Defense zu tun, im Sinne von, wenn wir nicht den Switch geben, dann bleiben wir an unserem Gegenspieler und switchen nicht automatisch. Ja. Post automatisch, Block ohne Ball automatisch. Doppelmanuell, doppelten Post manuell, Pre-Rotation, nein. Switch-Regeln abseits vom Ball automatisch. Und jetzt hier nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Block-Hilfe-Regeln, Drive-Hilfe-Regeln. Wir wollen nicht, dass die Corners droppen, wenn die Gegner zum Korb ziehen. Easy-Dreier wollen wir nicht hergeben, auch wenn die Leute wahrscheinlich schwieriger treffen, als wir es von 2K24 am Ende gewohnt sind. Deswegen keine Hilfe, keine Hilfe. Cutter-Hilfe-Regeln. Genau das Gleiche, wir wollen einfach das machen, was wir können, um das zu verteidigen. Wenn es dann nicht klappt, ja meine Güte, aber wir wollen keine offenen Dreier oder was auch immer hergeben, wenn es ein Cut zum Korb ist oder wenn es ein Zug zum Korb ist. 2 Punkte sind weniger als 3 und deswegen ist das so eingestellt. Druck ausweiten, da geht es jetzt so ein bisschen um das Thema Full Court Press und wie eng sind wir dran, habe ich auf automatisch. Ich spiele so, als ob es nein wäre. Ja. Und jetzt gehen wir mal in ein Game rein und gucken, was ich mache, wenn ich dann meinen Gegner gesehen habe. Weil da kann sich hier und da nochmal was verändern. Wir sind dann im Spiel und drücken Pause, gehen dann auf Spieltakt, Defensiveinstellung. Und wir haben jetzt hier unsere Team-Settings. Wenn wir R1 drücken, dann kommen wir durch die Spieler vom Gegner. Er hat jetzt Steph Curry. Starker Dribbler, starker Werfer, Onball-Druck will ich auf erdrücken. Da gehe ich mit dem rechten, ich gehe mit dem linken Stick auf die Einstellung drauf und gehe mit dem rechten Stick dann nach links oder nach rechts. Also ich will er drücken. Off-Ball-Druck auch eng, damit er wenig Platz hat, wenn er den Ball bekommt für den Catch and Shoot. Alles andere fasse ich nicht an. Das ist das Einzige, was ich hier noch verändere. Michael Adams, nicht so krass, lasse ich. Tracy McGrady hat er schon. Oh, wenn der sich nicht die Levels gekauft hat, dann weiß ich auch nicht. Bei Tracy McGrady respektiere ich den Drive, deswegen gehe ich hier bei On-Ball-Druck nicht hoch. Ich weiß auch, dass sein Release nicht der schnellste ist, deswegen bin ich auch beim Off-Ball-Druck bei Mittel. Kevin Durant, Mittel-Mittel. Joel Embiid, Mittel-Mittel. Jamorant, starker Drive, bleibe ich auf Mittel. Off-Ball-Druck, bleibe ich auch. Genau, also wenn jetzt keiner einen richtig starken Wurf oder einen richtig starken Release hat, dann gehe ich... bleibe ich auf Mittel-Mittel, ansonsten wenn ich weiß, jemand wie Steph Curry, schneller Release, richtig guter Shooter, dann bin ich auf eng. Jetzt zum Beispiel Giannis Antetokounmpo, gar kein guter Werfer, da gehe ich auf lassen und jetzt muss ich raus, weil mein Pausentimer läuft gleich ab.